So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Crew Beta. Ich begrüße euch hier vom Yellowstone Nationalpark. Leute, seht euch das an, wie wir hier diesem Sonnenaufgang entgegenfahren. Ja, wir sind jetzt hier auf dem besten Weg durch den ganzen Nationalpark hier durchzudonnern. Oh, ist das episch, Leute, das ist eine Augenweide, die man hier auch unschwer erkennen kann. Oh Leute, ist das geil. Toll, wenn ich mich da wiederhole, aber ich liebe so etwas. Ja, ich bin auch ein bisschen romantisch veranlagt. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier der Dunkelheit noch ein bisschen entgegenfahren können. Und zwar fahren wir jetzt, wohin fahren wir denn jetzt? Zum, wo habe ich denn den nächsten Wegpunkt gesetzt? Und zwar fahren wir jetzt hier hoch. Ich habe eine kleine Planänderung, aber wir fahren jetzt nicht direkt nach Salt Lake, sondern wir fahren hier oben rum, den Glaciernassen National Park. Und dann hier oben, was haben wir denn hier noch? Ivory Springs, das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Oder doch, da kommen wir zwangsläufig dann vorbei. Wie ihr seht, von der Strecke hier, Ivory Springs geht es dann hier hoch, ne? Hier lang. Und dann kommen wir hier runter zu Skisprung. Ist das eine Skisprungschanze? Oh, ist das geil. Die werde ich garantiert mal runterdonnern, wenn es geht. Beziehungsweise hoch. Wenn es geht. Gucken wir mal. Wäre geil, wenn du hier hochfährst und dann ja, da runterbretterst. Das machen wir auf jeden Fall. Gucken wir mal, dass wir in dieser Folge noch schaffen oder in der nächsten Folge. Ich guck mal, dass wir uns da ein bisschen ranhalten, denn ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. So lange geht die Beta leider nicht. Aber macht uns ja nichts. So, Licht an. Gucken wir mal kurz. Müssen wir es auf uns aufmerksam machen. Ja, hallo. 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 Nein, stell mach nicht mal was. Schade. Oh, Leute, sieht das. Oh, hier, da rechts geht die Sonne auf und hier ist noch dunkel, aber es ist leider eher bewölkt, nicht dunkel. Schade eigentlich. Jetzt guckt euch das an, wie wir hier durchschneiden. Ja, Entschuldigung, Herr Busfahrer, da müsste ich ihn mal kurz benutzen als. Als. Entschuldigung. Hoffentlich stehen die Kabel noch. Ich ramme mal das Ding hier um, guck, ob die Kabel hier runterfallen. Nö. Die sind einfach weg. Ja, so geht es natürlich auch. Wir haben mal wieder so eine schöne Büffelherde. Ei, Wildwechsel! Das ist ja geil. Da fährst du lang und plötzlich rennen die Viecher einfach vor dich. Diese suizidgefährdenden Bisons. Die Wahnsinnigen. So, wir könnten jetzt hier natürlich. Was sind wir denn? St. Mary? Was sind wir denn hier? Mensch. St. Mary und North Grassland. Okay, so grasig sieht es hier gerade nicht aus. Aber hier jetzt über den großen Berg. Gucken wir mal, ob wir hier noch überall, wo wir dann noch überall so lang fahren. Also ihr seht schon, eine richtig geile Landschaft. Dann haben wir wieder die aufgehende Sonne. Jetzt wird es auch richtig nebelig hier. Und guck mal, hier ist sogar der Bildschirm, also das Bild friert ein bisschen ein. Oder gefriert ein bisschen. Nur mal hier die Heizung an, Kollege. Wenn er voll beschlagen ist, geht hier nicht. Oh, Leute. Seht ihr das da oben? Wie so das Morgenlicht den Berg erwachen lässt. Da ein Hirsch! Hallo? Nee, Elch. Kein Hirsch. Elch. Was ist das da rechts? Ein Fuchs? Ja, das ist ein Fuchs. Süß. Leute, ist das geil. Hier hast du richtig alles dabei, was das Herz begehrt. Also es ist richtig, richtig, richtig Real-Life-Style, sage ich jetzt mal. Also hast du Tiere, alles dabei. Das hast du früher nicht gehabt. Also, und das ist ja nur die Beta. Also ich will nicht wissen, was hier los ist, wenn dann die Alpha hier... Leute. Nicht die Alpha erscheint, sondern wenn hier richtig mal das Game rauskommt. Pause, die Kurve nehmen, also das ist geil aus. Das geht schon wieder runter, die Serpentinen hier runter donnern. Wir können hier richtig geil im Power Drift hier rum. Finde ich geil. Ja, seht euch das an. Oh, was war denn das hier bei mir wieder? Boah, wie wir hier rumcruisen, ist das awesome. Schön über die Brücke. Oh, Leute. Also, möchte sein, ich war ja ein bisschen skeptisch, weil das Spiel einfach ein bisschen so Need for Speed-Style hat. Aber bis jetzt bin ich richtig überzeugt davon. Auch die Grafik stimmt für mich.
finde ich echt schön. Muss ich mir echt überlegen, ob ich das nicht eventuell mal ein bisschen größer Let's Play dann, wenn es dann raus ist. Wenn dann auch die ein oder anderen Kollegen dabei sind, kann man auch hier ein bisschen Scheiße machen. Alter, Alter, seht euch das an. Hier, St. Mary. So, rechts rum. Jetzt kommt dann doch. Alter, voll in die Sonne fahren. Ah! Verschwindet hier. Boah! So, wir müssen nach. Links. So, wir könnten hier Richtung Süden fahren. Zwar nach North Grassland, das ist im Süden. Ja. Oder wir fahren in den Norden nach St. Mary, und das tun wir auch. Jetzt haben wir noch 10 Kilometer vor uns. Leute, 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 das ist richtig ordentlich Strecke, was wir hier runterbrezeln. Schaut euch das mal an. Das sind jetzt 10 Kilometer, dafür brauchen wir bestimmt nochmal. Wir waren jetzt allein 5 Minuten unterwegs. Von hier nach hier, das heißt nochmal 5 Minuten. Ungefähr hier lang. Dann sind wir so 20 Minuten, halbe Stunde bis erst hier. Da muss ich mal überlegen. Und da ist noch nicht mit einkalkuliert, dass wir irgendeine Scheiße finden und die machen. Also, ich sag mal, knapp eine Stunde brauchst du sicherlich, wenn du auf dem Highway einfach nur von New York rüber nach San Francisco donnern willst. Hier ein paar NPCs, okay. Schönen Indianerzelte, die haben es bestimmt auch sehr mollig warm hier drin gehabt. Guck mal, selbst die Fahne ist da hinten eingefroren. Siehst du? Oh. Aber sieht schon sehr, sehr edel aus, muss ich sagen. Jetzt sind wir auch in St. Mary. Guck mal, nicht mit St. Mary. Richtig schön gemacht hier dieser. Oh, das ist ein Mega-Hotel hier. Das ist, sieht mir nach einem. Was ist das für eine Schranke? Nach einem Skigebiet aus. Aber das werden wir eher nicht erfahren. Low Clearance, okay. Jetzt geht's aber weiter. Wir müssen uns ranhalten. Ihr seht. Oh, guck mal, da oben. Kleine Sportflieger. Geile Nummer. Jetzt je weiter hoch wir kommen, desto dichter wird ein bisschen auch der Nebel. Und umso beschlagen und die Scheibe beschlägt natürlich auch noch ein bisschen. Ah, Leute. Wenn das nicht Bilder sind, die euch überzeugen, in die USA zu gehen. Ich meine, jetzt ist ja bei uns auch bald wieder Winter. Ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr schneit. Wobei, ich glaube, die Experten haben ja vorausgesagt, dass es mal richtig ordentlich schneien soll. Alter, ein Bär. Habt ihr den gesehen? Oh, humpelt da einfach ein Bär rum. Ist das geil. Das Geile ist, du kannst hier auch wirklich jede Scheißkurve echt wie hart driften. Wir können hier nicht mal alles anschauen. Das müsst ihr euch ja mal reinziehen. Das wird ja relativ. Das ziehen wir jetzt ja relativ zügig durch. Stell dir mal vor, wir würden hier richtig viel Zeit investieren. Also richtig, richtig viel. Nicht, dass ich. Kommt ein bisschen falsch rüber, wenn ich sage, hier wird keine Zeit investiert. Das ist ja Quatsch. Nein, aber hier wird. Wenn wir hier mal überlegen, was man noch an Zeit hier investiert. Wow! Bambi, pass doch auf! Ist die Straße. Muss doch merken, dass er Asphalt ist. Bisschen härter als euer schöner Rasenteppich im Sommer. Ist das schön hier. Muss doch eigentlich auch Aspen irgendwo hier sein. Das hier Park Entrance, St. Mary 17. Okay. So. Da sieht das schön aus. Diese Weitläufigkeit, die man hier hat. Oh Leute, ich würde mich hier richtig wohlfühlen. Ja, oh, da ein Bär. Weißt du, hier rennt einfach ein Bär rum. Einfach so. Da chillt er und hier ist die Stadt. Ich. Und hier ist eine kleine Stadt. Da ist das doch geil, oder? Ah, hier könnte ich mir echt gut gehen lassen. Einfach mal schön Kakao hier vor die Bude setzen. Und diese Aussicht genießen. Beziehungsweise einfach ins Land reinschauen. Und einfach mal Kopf aus. Oh, ist das geil. Machen wir ein bisschen Feuer. Ist kalt. Oh, ist das schön.
weiß, ich wiederhole mich hier und die schwärmen hier gerade mega vor mich hin. Also da hat Ubisoft wirklich mal was hingestellt, was mit dem, was deutlich die alten Need for Speed Teile übertrifft, oder was das aktuelle Need for Speed, dieses Need for Speed Shift fand ich jetzt ja, war ja gar nichts. Das ist nur Shift 2, das ist alles nichts für mich. Ich fand das immer cool, Need for Speed, wenn du wirklich frei rumfahren konntest, überall Tuner hattest, und dann halt hier die ganze Zeit seine Karre aufmotzen, so einen Spaß machen konntest. Ist leider in den letzten Teilen verloren gegangen, jetzt mal am Fuß von einem Riesenberg, und ist der See da gefroren? Nee, der ist definitiv nicht gefroren. Ah, das ist Woody Woodpecker? Und merkt auch, dass man im Tiefschnee einfach nicht vorwärts kommt, zumindest nicht mit dem Auto. Ganz ruhig da, ganz ruhig. Guck mal, da vorne ist immer noch dunkel und da hinten strahlt schon die Sonne. Jetzt sind wir hier zwar die ganze Zeit auf so einer Schnellstraße unterwegs, würde ich mal behaupten. Aber trotzdem, Leute, seht euch doch mal das Ganze an. Das ist doch nicht normal. Das ist doch... Viel schöner kann ich es mir echt nicht vorstellen. Das ist so ein Grund, warum ich unbedingt in die USA will. Klar hast du hier in Deutschland auch Schnee und Berge und alles, aber du hast da diese Weitläufigkeit. Du kannst da überall rumfahren und stundenlang unterwegs sein und nicht eine Menschenseele treffen. Jetzt fliegen da sogar noch Vögel hier rum. Also, wissen wir, dass wir starten da. Also, richtig, richtig schön. So, und dann haben wir dann unseren ersten Wegpunkt auch schon erreicht. Jetzt geht's dann, Quatsch, ich will doch ein bisschen näher ran. Wir wollen hier runter. Skisprung, da wollen wir hin. Gucken wir, wo wir uns lang... Oh, der will uns hier komplett zurückführen. Oh, ihr seht's ja, wir müssten hier einmal so rumfahren. Und wo kommen wir denn hier? Ne, wir müssten über Salt Lake dann dahin fahren. Dann können wir nach Salt Lake einen kleinen Abstecher machen. Ne, hier lang können wir auch fahren. So lang, da seht ihr das. So. 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 Ja, zig Serpentinen. Guck mal, so weit ist das gar nicht. Wir können auch hier runterfahren. Oder wir fahren einfach querfeld ein. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also guckt euch mal diese. Wir fahren mal, wisst ihr was, wir machen das anders. Nee, ich möchte ja nicht den ganzen Weg zurückfahren. Das wäre ja blöd. Das wäre ja echt blöd. Kann ich mir einen Wegpunkt hier hinsetzen? Dass der uns außenrum führt? Genau. So möchte ich das machen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier... Komme ich hier irgendwo weg, dass ich... Ja, hier. Wir fahren jetzt mal hier hin. Boah, das sind schon wieder... Wie viele Kilometer? Hat das gesagt? Guck mal, wir haben jetzt gerade mal 6.44 Uhr am Morgen. Also es wird noch richtig schön hell. Das sind jetzt schon... Das sind schon wieder 21 Kilometer, liebe Freunde. 21 Kilometer. Das geht mal richtig ab. Weitern wir hier richtig schön rum. Mal gucken, aber dann müssten wir auch langsam. Oh, Zeit, Entschuldigung. Vögel! Schon wieder. Und ein Bär. Auch noch. Und ein Hirsch. Oder nee, was ist denn das? Ist das ein Hirsch? Rückwärts fahren will gelernt sein. Was ist denn das für eine? Na Kollege, da ist ein Schild im Weg. Ne? Merkst du? Ja, das ist jetzt mal eher suboptimal, wie die das da gelöst haben. Also der wird da sicherlich auch durchpassen. Er will halt nicht. Macht da. Das ist wie so ein Laufband. Was ist denn das? Das ist ja kein Hirsch. Das ist. Was ist das? Ist denn das? Das ist auch kein Büffel oder sowas. Menschenskinder. Gebumpt. Lol, jetzt seht ihr da hinten den kleinen Hasen. Jö. Ist doch ein Hase, oder? Ja, guckt euch an. Jö.
Oh, ist das geil. Was man hier alles so sieht. Auf Details achten du musst. So, jetzt gehen wir mal weiter. Lass mal den guten Mann da mal in Ruhe weiter joggen und den Hasen da hinten. Oh Gott, wie der sieht. Du kannst gleich. Weil der Schnee ja tiefer ist, eher hoch. So, wir geben jetzt mal richtig Gummi hier. Ist ja nicht so, dass ich überhaupt keinen Gummi gebe. Also ihr seht ja, dass ich da ordentlich lang bretter. Und trotzdem, wie weit wir erst gekommen sind, das ist schon krass. Ja! Oh, schön, das hat man. Was haben wir denn hier? Tempotest. Achso, ich dachte, das wäre wieder so ein schönes. Ja, das ist aber dreckig, das Auto. Wenn wir dann irgendwann mal wieder in einer Großstadt sind, dann werde ich den auch garantiert wieder waschen. Aber im Moment ist das einfach nur ein Beweis dafür, dass wir hier oben waren. Das sieht richtig edel aus. Huch, jetzt ist das schon sauber. Schade. Wobei, ganz praktisch, ein Auto, das sich selbst putzt. Was war das? Was ist denn da oben? Aber ich kann nicht da hochgucken, das ist doch blöd. Wow! Wahnsinniger. Das dreht hier neben uns völlig durch. Mal gucken, ob er hier. Ob das. Ist das denn so ziemlich der höchste Punkt, oder? Hier irgendwo. Wahrscheinlich. Oder hinten ballen sie sich alle, fahren die ganze Zeit da irgendwo in Detroit und Chicago und New York rum. Und wir genießen hier diese wunderbare Aussicht. Ja, im Schnee ist halt Driften immer so eine Sache. Hallo, lieber LKW. So, ich glaube, wir kommen in der Folge aber nicht mal da hinten an. Au, das war ordentlicher Knall. So. Wir haben jetzt immer noch 15 Kilometer vor uns. Wir waren ja bei 21. Das heißt, wir haben knapp 5 Minuten gebraucht für die paar Kilometer. Gut, bei den ganzen Serpentinen ist das, läppert sich das natürlich auch. Und die sieht auch, wenn wir da alles Vollgas fahren würden, sähe das sicherlich auch anders aus. Aber Gott, wer will das auch schon? Genießt doch einfach mal hier die Umgebung, das ist doch abartig. Wenn es jetzt nicht so bewölkt wäre, Leute, macht doch mal die Wolken aus. Uah, ich eier rum. Ah, scheiß auf hier, wer fällt ein? War unterm Strich wahrscheinlich sogar noch langsamer. Da, ein Hirsch! Elch! Okay. Also richtig, richtig edel, dass man hier auch die Natur ein bisschen beobachten kann. Ich bin gespannt, was man vielleicht am Meer finden, ob wir dann aus der Ferne mal einen Wal oder so erhaschen. So aus San Francisco oder in San Francisco gibt es auch diese Robbenbänke. Ob man die sieht. Ob wir die sehen können. Das wäre schon geil. Polizei überwacht sein. Quatsch. Ja, dass wir hier schön überholen. Brav. Ja, haben wir schon gemacht. Können uns nichts anhaben. So. Nee, wow. Ei. Der ist noch gut, den kann man noch fahren. Ach, guck mal, wir haben ein neues Auto. Wie praktisch. Ich
So, jetzt kommen wir auch. Ich glaube, die höchste Stelle haben wir so ziemlich hinter uns. Jetzt kommt da schon wieder dieses Radargedönse. Das macht mich wahnsinnig! Achso, das ist so ein Tempotest. Ist das das Ding, was die ganze Zeit so angeteilt wird? Blöd wäre es ja irgendwas, ne? So, jetzt kommen wir auch so langsam wieder runter Richtung Natal, ist falsch. Denn wir sind ja immer noch ziemlich. Wäre geil, wenn du hier so einen Höhenmeter drin hättest, denn du wüsstest, wie hoch du bist. Das wäre schon geil. So, jetzt. Ich wundere, dass das jetzt. Boah. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das unser Ende wäre. Ich wundere, dass die ganzen Busse da überhaupt hochkommen, so steil wie das da teilweise ist. Und so rutschig vor allem. Die haben garantiert Schneeketten drauf. Das wäre geil, wenn du das hier am Auto auch beachten müsstest, ob du mit Schneekette fährst oder nicht. Oh. So, jetzt rutschen wir aber ganz schön hier teilweise durch die Gegend. Wow, Kurve. Ihr seht schon, jetzt geht es gerade richtig, richtig weit runter. Oh, die Karre kannst du so nicht als neuwertig verkaufen. Wird zumindest schwierig. So, jetzt haben wir noch 5 Kilometer. Wollen wir die noch schnell fahren oder sagt er, nee? Das heißt, die machen wir jetzt noch kurz. Dann geht es nämlich nachher rüber zur Skisprungschanze. So, guck mal hier wieder. Dörfchen. Oh, der war auch nicht. Nee, wisst ihr was? Dann machen wir hier mal eine kurze Pause. Jetzt gucke ich mir, ich suche mir noch einen schönen Parkplatz. So, wo kommen wir denn? Nee, Kollege, pass doch auf, ich will doch nicht parken. Ist das ein Jetski da vorne? Nee, das ist so gut. Hier ist ein riesen Parkplatz. Glacier Marke. Mal gucken, ob wir da rein können. Ich möchte hier bitte gerne ein Parkticket kaufen. Kann ich hier nicht rein? Schade, dabei würde ich doch unter der Schranke durchpassen. Na gut, dann stellen wir uns halt hier an den Straßenrand ab. Ganz nee, da vorne, direkt neben dir. Hier, Parkplatz. Ist bestimmt ein Hotel. So! Aber unsere wieder einen großen Teil unserer Tour geschafft. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen von euch nach oben freuen. Dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge die Skisprungschanze mal ausprobieren. Und Salt Lake uns mal kurz zu Mythe führen. Und dann geht schon hoch nach Seattle. Und dann kommt, glaube ich, auch ein richtig schöner Teil, wenn man dann die Westküste runterfahren ist. Muss ziemlich, ziemlich geil sein. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat, dass ihr weiter am Ball bleibt. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Also ich finde dieses Spiel richtig schön. Gerade was die Aussichten alles angeht, kann ich euch nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal, würde ich dann einfach sagen. Und cheerio, euer Bolle. Ciao!